Hallo und herzlich willkommen zurück bei die Sims 4, die Castaway Challenge. Und Shaniqua hat überhaupt keinen Spaß. Ich verstehe das gar nicht. Es ist aber jetzt auch schon 10 Uhr. Ich glaube, ich werde die Dame mal aufwecken hier. Sonst verpennt die mir hier noch den ganzen Tag. Und dann werden wir ihr gerade erst mal Frühstück auf jeden Fall besorgen, damit sie was zwischen die Zähne bekommt. Und dann, ihr Lieben, dann werde ich euch das nächste Objekt zeigen, das angespült wurde heute Nacht, die letzte Nacht. Ich habe es schon aufgestellt. Ich musste ein bisschen was an Pflanzen wegräumen, damit ich es dahin stellen konnte, wo ich wollte. Und ich hoffe, es gefällt euch da. Aber ich fand es eigentlich sehr passend irgendwie. Und ja, ich bin gespannt. Wir brauchen dann wieder Level 5, um weiterzukommen. Aber werdet ihr gleich sehen. Okay, Frühstück. Alter. Eieiei. Frühstück ist auf jeden Fall schon mal am Start. Das ist super. Dann gibt es jetzt erstmal schön Futter, wie immer. So, komm her, Kind. Ja. Guten Morgen, kleiner Dreckspatz. Und es geht wieder, ohne sich in Brand zu stecken. Das ist doch super, hör mal. Dann mach dir mal deinen schönen Fisch, den du gerade geangelt hast. Was möchtest du hier? Schon wieder ins Schwimmen gehen, weil du einen Pool besitzt. Nee, diesmal nicht. Wollen ja hier nicht dauernd gegen die Regeln verstoßen. Toilette kaufen. Unbedingt. Weg damit. Was möchtest du hier? Freundschaft schließen. Kannst vergessen. Gruppengeschichte können wir nicht. Kannst du dir mal ein paar gescheite... Eine Poollampe. Ach, Kind. Mach dir doch mal bitte ein paar gescheite Sachen. Ein Würstchen. Nee, du kannst dir Fisch wünschen, wenn du willst. So, was haben wir jetzt? Lagerfeuer. Das klingt gut. Das machen wir. Du kannst ja hier kein Würstchen grillen. Nö, wovon bist du jetzt schon wieder selbstsicher? Vom fantastischen Fang. Eieieiei. Und ein selbstsicheres Gemälde beginnen. Beginnen klingt gut. Das könnten wir doch gerade noch mal reinmachen. Dann kriegst du da noch ein paar Punkte. Und dann werden wir uns das Objekt anschauen. Ich bin sicher, ihr seid schon total neugierig, was das ist. Aber da werdet ihr euch erst noch gedulden müssen. Ich bin gespannt, wie schnell das dann geht. Also die Malerei, die hat ja jetzt hier wirklich alles getoppt. Ausgezeichneter Fisch, okay. Dass das so schnell ging, hätte ich niemals gedacht. Aber okay. Und sie bringt schön wieder ihren Teller weg. Das ist nett. So, wie sieht's da aus? Da sieht es gut aus. Jetzt malt sie noch ihr Bild. Oder zumindest fängt sie es schon mal an. Dann haben wir ihr doch den Wunsch schon mal erfüllt. Sehr schön. Am Spiegel eine Rede üben. Okay, warte mal. Am Spiegel eine Rede üben. Ich möchte dir schon ganz gerne ein paar Wünsche erfüllen, dass wir hier noch ein paar Punkte zusammenkriegen. Vielleicht können wir doch noch irgendwas kaufen. So, das ging schnell. Was möchtest du jetzt noch? Anmachsprüche? Ja, warte. Anmachsprüche können wir gleich noch hinterher schieben. Ach, die Punkte rollen hier, ihr Lieben. Die Punkte rollen. Da steht der Teller, den darf ich nicht vergessen. Ja. Okay, das dauert ein bisschen länger, bis sie die Punkte bekommt. Na gut. Hätte ich aber jetzt schon ganz gern. Jawohl, da haben wir sie doch. Alles klärchen. Was möchtest du jetzt? Nee. Gut, dann werden wir uns jetzt endlich hier unserem Objekt widmen. Da steht es. Wir haben die Bar freigeschaltet und ich habe die Tiki-Bar ausgewählt, ihr Lieben, damit wir mixen üben können und ein bisschen Feuer haben, weil wir haben hier noch nicht genug Feuer auf der Insel. Ich hoffe, sie kommt überall hin, kommt überall dran. Ja, das sieht gut aus. Mixenfähigkeit, okay. So, sie steht ein bisschen im Busch, aber das macht nichts. So, denk, denk, denk. Ja, wie mixt man denn jetzt? Ich weiß es nicht, Kind. Du musst es selber üben. Ja, große Fresse, aber nicht mixen. Okay, jetzt kommen erstmal Limonetten da rein. Aha. Ich glaube, sie sucht den Deckel. Kann das sein? Ja, ein bisschen schwenken. Da musst du. Ah, sie hat den Deckel gefunden. Oh, jetzt geht's aber los hier. Okay, da fehlt noch was. Nochmal Limonette. Limonette ist übrigens eine Mischung zwischen Limone und Limette. Nur falls ihr es noch nicht wusstet. Oh, jetzt kommt der harte Stoff. Die ganze Flasche erstmal schön
In den Becher, jawohl. Umrühren. Trinkst du das dann auch? Habe ich nichts gegen. Ich meine, du hast das ja auch gemacht. Oh, Eiswürfel. Ganz wichtig, die Eiswürfel, natürlich. Ja, du wirst reich und berühmt irgendwann. Ja, da mal richtig Stoff rein. Damit man auch was davon merkt, ne? Ja, nochmal umrühren, genau. Komm, hol noch so eine Flasche raus. Ja, riecht gut. Trinkst du das auch, oder? Nee, es müssen noch Limonetten rein. Und noch mehr Eis. Alter. Sie meint es aber echt gut. Ne? Also, ganz ehrlich, ich möchte das nicht mehr trinken jetzt. Ja, ich fand das hier sehr schön irgendwie. Hier hinten so am Lagerfeuer so ein bisschen. Hat hier so eine chillige Ecke jetzt. Hier mit Bar und Lagerfeuer und Sitzplatz. Da fand ich das ganz schön. Ich hätte es auch gerne hier irgendwie quergestellt, aber ich war dann froh, dass ich es überhaupt hier irgendwie hinstellen konnte. Sag mal, ist das ein Becher mit Loch unten oder was ist das hier, Kind? Okay, Spaß macht dir das aber keinen. Na gut, dann nicht. Wie lange übst du das jetzt so im Schnitt mit dem einen Becher? Man weiß es nicht. Mixen. Okay. Ja, vielleicht kriegen wir ja Level 2 noch hier voll mit ihrem Loch im Becher. Oh Gott, oh Gott. Warte mal. Getränk mixen, üben, Getränk zubereiten. Getränk, Lieblingsgetränk zubereiten. Du hast jetzt genug geübt, hör auf mit dem Schrott. Mach mal dein Lieblingsgetränk. Oh, jetzt kommen die richtig harten Sachen hier. Okay. Na komm, dann haust du auch weg. Trink's auch. Jawohl. Runter damit. Hat dir denn das jetzt Punkte gebracht da oben? Ich sehe deinen Balken gar nicht mehr. Bin mir gar nicht sicher hier gerade. Am Bar arbeiten, Getränk zubereiten, Getränk zubereiten. Ah, guck mal. Zack und weg. Was können wir denn hier noch? Saft on the Rocks. Was? Hähnchenflügeltee. Okay. Orangeade mit Pfiff? Wasser. Komm her. Lass uns mal Hähnchenflügeltee gleich zubereiten. Kannst du dich hier richtig zusaufen? Mit Hähnchenflügeltee. Ich möchte gar nicht wissen, was da drin ist. Püriertes Hähnchen oder so. Ach, jetzt grinst doch nicht so doof. Hau weg, die Plörre. Ich glaube, sie ist schon betrunken. Bist du schon voll? Okay, aber da oben der Punkt, das zählt auf jeden Fall weiter jetzt. Oh, sehr schön. Level 2. Alter, was hast du denn da jetzt angestellt? Ach, jetzt muss ich schon wieder pushen. Ja, hier, dann geh doch hier. Geh doch hier pushen. Level 2, was? Rabatz und Orangeade mit Pfiff gelernt. Coolen neuen hinter dem Rückentrick gelernt. Aha, hinter dem Rückentrick gelernt. Kann jetzt mit anderen über die Zubereitung von Getränken reden. Aha. Hinter dem Rücken. Hinter dem Rücken würde ich ja dann ganz gerne nochmal sehen. So, jetzt stehen hier auch noch überall die Getränke dann auch noch rum, ja, ihr Lieben? Also nicht nur Teller und so, nein. Der ganze andere Schrott auch noch. Ja, kannst du gleich mal weiter üben hier. Hinter dem Rücken würde ich ja gerne sehen. Wenn es denn möglich wäre. Ich finde die Bar so klasse. Mit dem Feuer hier, ey. Wir fackeln hier wirklich noch alles ab. So, kommst du, Liebchen? Ja, Liebchen kommt, das ist super. Eventuell stecke ich dich dann nochmal in den Garten da hinten, ne? Damit du ein bisschen Spaß bekommst. Aber ich würde gerne erst noch hinter dem Rücken sehen. Ach, jetzt fängt sie erst wieder an zu mixen ohne Ende. Schmeiß 4000. Ja, schütz weg. Wir haben es ja. Kein Problem für uns. Und das Gewürzfestival. Das war nicht hinter dem Rücken. Gewürzfestival findet statt. Das ist sehr nett, aber nicht für uns. So, jetzt mixen. Jetzt mach mal hinter dem Rücken, bitte. Pong, pong, pong. Chaniqua, komm schon. Du hast es gelernt. Ich weiß es. Ich weiß es genau. Nein, verdammt, da war es, oder? Warte mal, auf die Flasche da reinzustecken. Alter Gewalttäter. Mach das nochmal bitte, das war es doch eben, ne? Oh, sie verschüttet aber heute dauernd. Das war beim ersten Mal aber besser, Fräuleinchen. Halt, da war es. Jedes Mal, wenn ich auf Schnellspulen mache.
Dann schmeißt sie das Ding hinterm Rücken. So, komm, misch da nochmal was rein. Ja, denk, denk, denk. Jawoll! Oh. Okay. Oh weia. Oh weia, oh weia. Also das ist auf jeden Fall noch... ja. Jetzt klappt, glaube ich, gerade gar nichts mehr. Kann das sein? Das ist auf jeden Fall ausbaufähig hier. Sie schmeißt noch ganz schön was daneben. Aber ich sehe gerade, den Punkt kriegen wir vielleicht noch. Ich lasse sie nochmal weitermachen. Dann hätten wir nämlich schon den dritten. Das wäre ja super. Ey, wir kommen doch schneller von der Insel als erwartet, wenn das hier so weitergeht. Ja, aber nicht, wenn du hier immer die Eiswürfel rumschmeißt. Jawohl, Level 3, Fräuleinchen. Richport-Rezept. Und da sieht... Na, aber sie fängt es auf. Sie fängt es auf. Nicht schlecht. Na komm, dann hör mal auf da. Und dann würde ich vorschlagen, ich schicke dich mal in den Garten. Ja, hier muss nämlich auch schon wieder mal bewässert werden. Was? Videospiele? Ärger mich nicht. Ich hatte deine Selbstständigkeit eigentlich abgeschaltet, hör mal. Du sollst hier nicht an deinem Handy rumspielen. So haben wir nicht gewettet. Teilweise verstehe ich das auch irgendwie nicht mit der Selbstständigkeit, mit den Sims hier, mit den Einstellungen, ganz ehrlich. Wir können ja gerade mal gucken, warte mal, Spieloptionen, Gameplay. Guck mal hier, Selbstständigkeit für gewählten Sim deaktivieren habe ich gemacht. Deaktiviert ist ein Haken drin. Also warum macht sie dann selber was? Ich habe zwar hier oben vollständig, aber sie ist doch der gewählte Sim. Also richtig kapiere ich das teilweise hier nicht, ganz ehrlich. Aber okay, ich passe halt dann auf, was sie hier treibt. Oh. Ja, oh. Ich passe halt ein bisschen auf, was sie macht. Das ist ja auch nicht so schlimm, wenn sie jetzt mal hier das Handy in die Hand nimmt. So, ja, toll. Ganz toll hier die Bäume. Der hat schon wieder Käfer. Hier, die Bäume machen nur Ärger, ne? Mal wirklich. Manu aber auch. So, Ernten hatte ich gesagt, ne? Genau. Ernten hatte ich gesagt. Nee, das macht dir jetzt irgendwie auch gerade keinen Spaß. Warum nicht? Das hat dir doch sonst Spaß gemacht, nein? Was hat denn dir sonst noch Spaß gemacht? Ja, Fernseher, Schach, Videospiel. Nee, wir hatten doch Spaß immer so schön. Was haben wir denn da immer getrieben? Tanzen, singen, irgendwas wahrscheinlich, ne? Ach, Mann aber auch. So, oh, Level 7 Gartenfähigkeit. Sehr schön. Das ist super. Ja, wollen wir dich vielleicht nochmal gleich ein bisschen singen lassen oder tanzen oder irgendwas? Dass du mal ein bisschen Spaß bekommst. Muss ich die Tiki-Bar irgendwie ausschalten? Nein, muss ich nicht. Ist schon klar, muss ich nicht. Ich habe ja hier immer ein bisschen Angst mit dem offenen Feuer dauernd, ne? Aber okay. Okay. Mixen Level 3, das ist ja nett. Dann kriegen wir das auch richtig schnell hin. Wieso macht dir das keinen Spaß? Das verstehe ich gar nicht. Du fasst doch so schön dabei. Klar hast du Spaß. Gib es doch zu. Ja, du lachst doch auch so blöd. So. So, okay. Okay, ja, komm mal her, du. Dann machen wir hier doch nochmal schön das Lagerfeuer vielleicht an. Dann singst du uns noch irgendwas Hübsches. Mal gucken. Könntest da hinten auch dein Gemälde fertig malen. Oh, bitte. Bitte nicht. Gibt's das auch als Wunsch? Sich selbst anzünden? Ich glaube, ich mach mal tanzen. Mal gucken. Ob. Ja, okay. Alles klärchen. Tanzen macht ihr Spaß. Jawohl. Mach du mal. Schunkel die Schunkel. Ich sammle hier mal gerade den Teller ein. So, der kommt dahin. Wie ist das jetzt hier mit den Gläsern an der Bar? Muss ich die jetzt auch einsammeln? Oh yeah. Ja, ich sammle die auch mal ein. Ich glaube, das ist dann auch Dreck. Habe ich das da jetzt? Ich hoffe, ich habe es da reingepackt und nicht wieder irgendwo doof hingestellt. So, und das Getränk, was hier steht, hör mal. Normal. Möchtest du das mal? Okay, das hat noch 4 Stunden. Das könntest du dann eigentlich auch noch trinken, ne?
Hilft das auch gegen Hunger? Ich weiß es gerade nicht, könnte ich mir aber vorstellen. Also richtig viel Spaß macht dir deine Tanzerei jetzt aber auch hier Aber. gerade nicht, oder? Willst du vielleicht noch mal? Ach, dann mach doch noch mal den Feuertanz. Mal gucken, ob dir das mehr Spaß macht. Ich weiß gerade nicht, wo sie den Spaß her hatte. Alter! Oh, Hast du hast dir was ins Gesicht? Wasser? What the fuck? Fräuleinchen, das. Nee, nee, das geht aber so hier nicht. Ja, das ist öde, ne? Ja, es tut mir leid, ich habe keinen Computer, gibt auch keinen. Ja, der macht ja aber auch Spaß, grundlegend, okay. Sekaloo! Jawohl! Ich finde das zu schön, einfach nur. Es ist noch nicht so spät, ne? Wir könnten vielleicht gleich dein Bild da hinten wenigstens noch fertig malen. Dann gucke ich da nochmal, ob dir das auch noch Spaß macht. Ja, es geht aufwärts, aber sehr langsam. Okay. Aber macht ja nichts. Gut, wenn du deinen Feuertanz da beendet hast, dann machst du das da mal weiter, das Bild. Ja, du hast das ganz toll gemacht und dich nicht selbst entzündet. Geh bitte nicht so nah an den Flammen hier vorbei. Mein Gott. Und dann gucken wir da noch mal, ob ihr das Spaß macht. Nein, sieht schlecht aus. Warum? Kind, warum? Du hast immer so viel Spaß hier gehabt. Ich verstehe das gar nicht. Wo haben wir denn das hergeholt, den ganzen Spaß? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung gerade. Aber egal. Mach fertig das Ding da. Darfst du gern mal ein Meisterwerk malen draus? Ach nee, aber ich glaube, das muss man extra anwählen, ne? Meisterwerk. Na, kriegst du das noch fertig? Ja. Oh. Eine Felswand mit einem Kerl, der da hochklettert. Okay. Ach komm, da fehlen doch nur noch drei Pinselstriche. Jawohl. Nee, du kriegst keinen Fernseher. Selbstsichere Arbeit ansehen. Mal, nee, verkaufen wir. Und ich will noch mal gucken. Meisterwerk. Haben wir denn sowas hier irgendwie? Vorlage, klassisch. Nee, impressionistisch. Nee, ich glaube aber, er bietet uns das hier an dann, oder? Meisterwerk? Nein. Nein, ich wollte kein Landschaftsgemälde. Ich wollte nur mal gucken. Ja, okay, das ist alles bla 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 bla. Pop Art, ja, nee. Also ich glaube, er bietet uns das an. Noch ein Gemälde möchtest du beenden? Ja, gut. Ja, komm her, dann mach mal impressionistisch groß. Und dann gehst du schlafen, ne? Ist ja auch schon Ich. wieder so spät. Damit wir ein bisschen Rhythmus wieder reinkriegen. Okay, Hunger kriegst du dann auch schon wieder. Ach Gott, ey. Ach, Kind, ey. Wäre schön, wenn du mal nicht bis um 4 jetzt hier stehst und dieses Bild malst. Ich weiß ja, das ist nicht so einfach. Ein Gemälde braucht seine Zeit, aber bitte nicht wieder bis um 4 Uhr in der Früh. Okay. Aber den Wunsch hätte ich dir ja Meisterwerk malen. Keine Ahnung. Was möchtest du denn da? Ein Busch bestäuben. Das ist super. Das machen wir. Okay, das ist schon 1 Uhr. Jetzt hau rein hier. Hau in die Tasten. So, Wunsch erfüllt. Wunderbar. Was möchtest du jetzt? Ein Instrument kaufen. Nö, mal das Bild fertig. Hör auf zu meckern, mal das Bild fertig. Ach, hast du fertig? Ach, oh. Entschuldige. Entschuldige. Es ist fertig. Weg damit. Weg damit. Komm ins Bett. Oh, weia. War mir jetzt nicht ganz klar, dass das schon fertig ist, das Bild, aber okay. Ja, was denn? Kannst du da nicht pennen? Raff ich nicht. Dann legt sie sich hin und steht sie wieder auf. Geh schlafen. Sollst du hier nicht doppelt machen? Doppelt und dreifach. Ach Gott. Es ist aber auch schwierig hier im Moment mit der Schlaferei, aber okay, ihr Lieben. Was hatten wir jetzt? Mixen 3. Okay, also mixen, mixen, mixen steht an. Geschicklichkeit da hinten darf ich nicht vergessen. Da müssen wir auf jeden Fall noch weitermachen. Und dann hoffe ich, seid ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.